Hey, ich freue mich total, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn ich habe ein paar klasse Ideen für euch, die ich gerne mit euch teilen würde, die mir selber auch schon oft weitergeholfen haben, wenn ich einfach nicht mehr wusste, was ich noch fotografieren soll. Also würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mal an. Als ich angefangen habe zu fotografieren, da habe ich nichts weiter als Landschaften fotografiert. Ich habe dabei nach den wirklich epischsten Aussichten gesucht und immer nach dem rotesten Himmel und ich wollte einfach immer alles perfekt haben. Das kennt sicher jeder andere von euch auch. Irgendwann musste ich dann aus der Not heraus anfangen, mich auf Details zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist im Nachhinein das Beste, was mir je passiert ist, weil es meine Sicht auf die Dinge einfach komplett geändert hat. Wir haben hier so einen See in der Nähe und da ragt so ein toter Ast in den See rein und gibt so eine Leading Line in die Weite. Und jedes Mal, wenn wir da waren, dann habe ich versucht, diesen Ast mit der ganzen Szenerie zu fotografieren. Und ich habe immer gehofft, dass der Himmel noch ein bisschen bombastischer ist als das Mal davor, dass ich irgendwann dieses für mich perfekte Foto hinbekomme. Ehrlich gesagt, der Himmel war am Ende nie so, wie ich ihn mir gewünscht habe. Und das Ganze, wurde dann auf die Spitze getrieben, als wir an einem Januarmorgen dort waren. Und es war einfach nur grau, es war miserabel, es hat ein bisschen geregnet immer mal wieder. Ich habe die Kamera trotzdem ausgepackt und habe ein Foto gemacht und es war nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Irgendwann habe ich dann aber angefangen, mich zu fragen, was mir an dieser Szene eigentlich so gut gefällt. Und das war gar nicht die Weite und der See, sondern das war dieser tote Ast, der im See lag. Und der graue Himmel, von dem ich dachte, dass er mir jedes Foto verwehren würde, hat wie eine große Softbox gewirkt und hat dem Ast so ein richtig schönes, weiches Licht gegeben und die Szene ehrlich gesagt sehr unterstützt. Ich habe dann mit einem ND1000 und ND64 Filter kombiniert eine 4-Minuten-Belichtung gemacht, um das Ganze so weich wie möglich wirken zu lassen und mich dabei wirklich auf den Ast konzentriert. Für mich persönlich ist das eins meiner schönsten Fotos, das ich bis heute gemacht habe, an einem Tag, an dem ich dachte, dass ich überhaupt nichts fotografieren würde. Und das habe ich am Ende eigentlich nur geschafft, weil ich irgendwann über meinen Schatten gesprungen bin und meine Sicht auf die Dinge ein wenig geändert habe. Ich habe einfach akzeptiert, dass das Licht an dem Tag nicht so ist, wie ich es gerne hätte oder wie ich es mir vorgestellt habe. Und dass man trotzdem aus einer Szene was Interessantes machen kann, wenn man einfach kreativ wird. Ich denke, das ist einer der interessantesten Tipps und eines der stärksten Tools, das wir als Fotografen haben können, unsere Sicht zu ändern, weil es uns die Möglichkeit gibt, an ein und derselben Stelle immer wieder neue Dinge zu entdecken. Ich habe es ja gerade schon mal erzählt, als ich angefangen habe zu fotografieren, da waren Landschaften alles, was ich gemacht habe. Und irgendwann kam dann unsere Tochter auf die Welt und wir haben es einfach nicht mehr geschafft, früh rauszukommen oder spät rauszukommen. Und das ist nun mal die interessanteste Tageszeit für Landschaftsfotografen, früh morgens oder spät abends. Und ich habe die Kamera dann eine Weile liegen lassen und so nach ein paar Wochen ist mir aufgefallen, wie sehr mir das Fotografieren fehlt. Und ich bin dann hingegangen und habe mir ein altes Makroobjektiv gekauft und habe einfach angefangen, Sachen zu fotografieren, die in meiner direkten Umgebung waren. Ich habe mich am Anfang auf Tropfen konzentriert und einfach nur Tropfen in der Nachbarschaft an Blumen und Gewächsen fotografiert. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich hätte nie gedacht, dass es mir so viel Spaß machen würde, weil ich eigentlich dachte, ich bin ein Landschaftsfotograf und ich fotografiere immer nur Landschaften, was natürlich totaler Quatsch war. 2 Jahre später hat dann meine Freundin mich auf die Idee gebracht, einfach mal anzufangen, Tiere zu fotografieren. Meine Freundin selber fotografiert eigentlich immer schon Wildlife und ich dachte immer, für mich ist das nichts. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum ich das dachte. Wahrscheinlich einfach, weil ich so beschränkt war. Aber ich habe es dann einfach mal ausprobiert und gemerkt, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Und mittlerweile, um ehrlich zu sein, fotografiere ich mehr Tiere als Landschaften oder Makros. Dabei ist mir dann auch noch ein ganz netter Nebeneffekt aufgefallen. Je mehr verschiedene Sachen ich angefangen habe zu fotografieren, desto seltener kam ich persönlich in die Situation, in der ich nicht wusste, was ich fotografieren soll. Einfach weil ich mittlerweile zu jeder Tageszeit, zu jeder Jahreszeit und ehrlich gesagt auch in fast jeder Umgebung irgendeine Idee habe, was ich fotografieren könnte, wenn mir langweilig ist. Also wenn zum Beispiel Sommer ist oder Frühling, dann fotografiere ich Insekten, Vögel und alles andere, was lebt und irgendwie gerade wieder frisch in die Welt kommt. Wenn schönes Wetter ist, schöner Himmel ist und ich in einer schönen Gegend bin, dann fotografiere ich Landschaften.
Wenn Winter ist und ich normalerweise absolut nicht wüsste, was ich fotografieren soll, dann versuche ich mittlerweile einfach so minimalistische Fine Art Szenen zu fotografieren, die mich auch wirklich glücklich machen. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die man ausprobieren kann. Und ehrlich gesagt fühlt sich was Neues auszuprobieren, so ein ganz neues Genre auszuprobieren, fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn man damals die Kamera zum allerersten Mal in der Hand hatte. Man ist total beflügelt und fotografiert einfach alles. Man hält die Kamera auf alles und drückt einfach ab und hat einen Haufen Spaß dabei. Und irgendwann wird man, je besser oder je weiter man kommt in der Fotografie, desto selektiver wird man mit seinen Fotos. Und ich weiß nicht, manchmal ist es wirklich beflügelnd, einfach mal was Neues zu probieren, wo man wieder der Anfänger ist und einfach wieder die Kamera drauf hält, als wäre es der erste Tag, an dem man eine Kamera in der Hand hält. Challenges, die wir uns selber stellen, sind eine großartige Möglichkeit, um uns immer wieder ein wenig aus der Komfortzone zu locken und wirklich kreativ zu werden, selbst wenn wir eigentlich nicht wirklich wissen, was wir machen sollen. Fotografiert einfach mal einen ganzen Tag in Schwarz-Weiß. Das hat den großen Vorteil, dass ihr eure Sicht komplett ändert. Denn wenn ihr aufhört, in Farben zu sehen und wirklich nur noch in Helligkeiten zu schauen, dann ergeben sich plötzlich ganz neue Motive, die ihr vorher nicht gesehen habt. Am besten stellst du dafür auch direkt den Live-View deiner Kamera auf Schwarz-Weiß, wenn du die Möglichkeit hast. Ich denke, die meisten Kameras können das. Manchmal muss man JPEG und RAW aktivieren, dass man zusätzlich noch eine JPEG aufnimmt, die einem dann als Vorschaubild in Schwarz-Weiß angezeigt wird. Manche Kameras können das auch einfach so direkt in RAW und zeigen einem das Bild in Schwarz-Weiß an. Aber das ist wirklich hilfreich, um wirklich in dieser farblosen Sicht zu schauen und sich nicht von Farben ablenken zu lassen. Die zweite Challenge wäre, fotografiert einfach mal den ganzen Tag mit einer Brennweite. Am besten natürlich eine Festbrennweite, dann habt ihr gar nicht erst das Problem, dass ihr nicht zoomen dürft oder sollt. Das wirkt im ersten Moment, wenn man es gewohnt ist, Zoom-Objektive dabei zu haben, definitiv komisch und irgendwie ungewohnt. Ich verspreche euch, dass ihr Fotos macht, die ihr niemals mit einem Zoom-Objektiv gemacht hättet, wenn ihr euch auf eine Brennweite konzentriert und euch so ein bisschen zwingt, die den Tag über zu nutzen. Falls ihr vielleicht gerade erst angefangen habt zu fotografieren oder ihr habt einfach nur dieses Kit-Objektiv, was eigentlich immer ein Zoom-Objektiv ist, dann nehmt einfach einen Streifen Tape und tapet euch die Brennweite genau in die Position, die ihr für den Tag mal testen wollt. Dann kommt ihr auch nicht aus Versehen dran oder geratet in Versuchung, doch zu zoomen. Und das hilft eigentlich ganz gut. Challenge Nummer 3 wäre dann, beschränk dich einfach mal einen ganzen Tag nur auf gewisse Objekte oder Motive, die du fotografierst. Das ist völlig egal, was es ist. Hauptsache, es macht dir Spaß. Das können entweder den ganzen Tag nur Autos sein oder nur Bäume oder die Baumrinde von verschiedenen Bäumen, Blätter von verschiedenen Bäumen, den ganzen Tag nur Schatten fotografieren oder den ganzen Tag nur wilde Formen, Linien und Kontraste oder Farbkombinationen zu fotografieren, die irgendwie abstrakt wirken und dir gefallen. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Beschränk dich einfach auf die eine Sache, die du machen willst und du fühlst dich plötzlich, als hättest du eine Mission. Du hast plötzlich einen ganz anderen Ansporn, rauszugehen und zu fotografieren, weil du nicht die ganze Zeit überlegen muss, was will ich fotografieren, was erscheint schön, was erregt meine Aufmerksamkeit, sondern du gehst einfach raus und suchst richtig, als hättest du eine Mission nach dieser einen Sache, die du dir für den Tag vorgenommen hast. Das ist auch so ein bisschen, es macht die Sache auch so ein bisschen einfacher, so ein bisschen wie die Festbrennweite, dass man sich einfach nicht selber so viele Fragen stellen muss die ganze Zeit, sondern sich einfach so ein bisschen treiben lassen kann von der eigenen Mission. Das waren jetzt nur 3 Beispiele von mir, die ich öfter schon mal angewendet habe. Ihr könnt dann natürlich komplett kreativ werden und euch einfach die Challenges machen, die euch dazu bringen, rauszugehen und zu fotografieren. Bei diesem Punkt wird der ein oder andere von euch bestimmt aufschreien: Der Fotograf macht das Foto, nicht das Equipment. Und das ist natürlich wahr in gewisser Weise, aber manche Sachen gehen nun mal nur mit gewissem Equipment. Und wenn es irgendwas gibt, was du schon immer mal fotografieren wolltest, Makros, Porträts, Landschaften, und du hast das Geld dafür, dann kauf dir doch einfach mal was Neues, was dich wieder ein bisschen beflügelt, die Kamera in die Hand zu nehmen und neue Dinge auszuprobieren. Ich habe ja vorhin dieses Makroobjektiv erwähnt, das ich mir gekauft habe. Es muss gar nicht immer teuer sein. Wir hatten damals wirklich nicht viel Geld, als unsere Tochter auf die Welt kam. Und ich wollte auch nicht zu viel ausgeben für Kamera-Equipment. Dann habe ich mir so ein gebrauchtes, 50 Jahre altes Makroobjektiv bestellt. Ich muss mal gucken,
Hier habe ich, das ist ein Asahi Pentax Super Multicoded Mako Takuma, was für ein Name. Und das ist 50 Jahre alt und das ist immer noch total hervorragend. Das ist schön scharf, es hat eine Viererblende, die ist jetzt nicht unbedingt der Hammer, aber definitiv in Ordnung, um damit zu fotografieren. Wie gesagt, die Schärfe ist total in Ordnung, selbst bei Offenblende schon. Und alle meine Tropfenfotos sind damit entstanden. Wenn es noch günstiger sein soll, das hat jetzt, ich glaube irgendwie, das hat 80 Euro oder so gekostet. Das kam aus Japan und im Zustand irgendwie fast neu oder so. Wenn es noch günstiger sein soll, es gibt hier diese Makro-Zwischenringe, die sind jetzt von einem Dritthersteller und ich glaube, die kosten irgendwie 20 Euro pro Stück, glaube ich. Also auch wirklich nicht die Welt. Und damit verändert ihr einfach die Naheinstellgrenze von eurem Objektiv und könnt mit Objektiven, die keine Makro-Objektive sind, makroähnliche Aufnahmen machen. Und das gibt euch auch schon mal tolle Möglichkeiten, eure alten Objektive auf eine neue Art und Weise zu nutzen. Oder, ich weiß nicht, kauft euch einen gebrauchten ND-Filter. Es kann ja auch wirklich gebrauchtes Equipment sein. Einen gebrauchten ND-Filter, einen ganz guten, kriegt man sicher schon für 30 Euro, um einfach mal ein bisschen rumzutesten. Und eine Langzeitbelichtung in der Landschaftsfotografie kann auch schon mal so ein bisschen einen wieder beflügeln, einfach weil es was Neues ist. So ein großes Projekt, an das man sich einfach immer wendet, wenn man gerade sonst nichts zu fotografieren hat, kann einem wirklich helfen, diese Lücken zu füllen und immer wieder an der Kamera zu bleiben. Denn jedes Mal, wenn wir die Kamera benutzen, werden wir auch ein Stückchen besser. Also hilft euch dieses Projekt auch bei euren anderen Sachen, die ihr gerne fotografiert. Ich zum Beispiel, ich habe vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so angefangen, ein Fototagebuch für unsere Tochter zu machen. Und das fing erst als was ganz Kleines an. Ich habe angefangen, die beim Spielen zu fotografieren und irgendwann ist mir aufgefallen, dass dabei so viele schöne Fotos rausgekommen sind, dass ich da gerne ein richtiges Tagebuch draus machen würde. Das ist jetzt kein Tagebuch, was jeden Tag geführt wird, aber so alle paar Tage mache ich mal ein paar Fotos, wenn irgendwas Interessantes passiert oder sie irgendwas Witziges macht oder wir unterwegs sind und dann schreibe ich ein paar Zeilen dazu. Ich mache das alles in Photoshop und irgendwann drucke ich das aus und dann ist das ein Buch. Ihr könnt aber wirklich kreativ werden. Sucht euch irgendein Projekt, was euch interessieren würde. Wenn ihr gerne Porträts macht und ihr wohnt in einem kleinen Dörfchen, wo irgendwie jeder sich kennt, dann lauft doch einfach mal durch die Nachbarschaft und fragt eure Nachbarn, ob ihr sie porträtieren dürft. Wenn ihr historische Gebäude mögt, dann fotografiert historische Gebäude. Es gibt so viel, was man machen kann. Fotografiert verschiedene Blumenarten, Pflanzenarten, Insekten. Macht euch einfach irgendein Projekt, das euch bei der Laune hält und euch so eine Art Fallschirm gibt. Also immer, wenn ihr nichts mit euch anzufangen wisst, dann könnt ihr immerhin daran weiterarbeiten. Wenn euch nichts einfällt, was ihr fotografieren könnt, dann seid ehrlich zu euch selbst und fragt euch, warum euch nichts einfällt. Fällt euch nichts ein, weil ihr einfach schon alles fotografiert habt, was es bei euch in der Gegend gibt? Oder fällt euch nichts ein, weil ihr vielleicht gar keine Lust habt, weil ihr nur noch aus Gewohnheit fotografiert? Und wenn dem so sein sollte, dann lasst die Kamera einfach mal liegen, lasst sie für ein paar Wochen oder Monate liegen, bis ihr wirklich wieder Lust habt. Die Lust kommt von ganz alleine zurück. Ich weiß, wie schnell man heutzutage mit Social Media und dem ständigen Posten und sich online vergleichen und immer ist irgendwer draußen, der gerade die Milchstraße fotografiert hat und ihr hattet keine Zeit, ich kenne das selber. Ich weiß, wie schnell man da in so einem Vergleichshamsterrad landen kann, in dem man immer nur versucht, immer noch mehr zu fotografieren und noch mehr zu posten. Manchmal muss man einfach zur Ruhe kommen, die Kamera liegen lassen. Nie vergessen, ja, das ist ein Hobby und zumindest für die meisten, es ist ein Hobby und eure Hobbys sind dafür da, euch zu unterhalten, nicht umgekehrt. Es gibt so viele andere schöne Dinge, die man machen kann und wenn ihr wieder Lust habt zu fotografieren, dann kommt die Lust bestimmt von alleine wieder. Jetzt würde mich wirklich mal interessieren, was ihr so macht, wenn euch nichts einfällt, was ihr fotografieren könntet. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Lasst mich auch gerne wissen, wie euch das Video gefallen hat und ob es euch weitergeholfen hat. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Bis dann.